Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Es geht, wie ihr schon lesen konntet, um das Thema Baby-Erstausstattung. Wir hatten tatsächlich das Glück, dass wir ausgewählt wurden, euch von Moonboon ein paar Teile vorzustellen. Und heute gibt es das Unboxing dazu. Ich habe selber noch nicht reingespitzt und es ist auch noch nichts aufgebaut. Demnach kann ich euch die Produkte heute einfach nur vorstellen, zeigen. Solltet ihr Interesse an einem kompletten Erstausstattungsvideo haben, schreibt mir das sehr gerne. Heute gibt es drei Teile von mir zu sehen. Und zwar einmal ein Stillkissen, eine Babytrage bzw. ein Tragetuch und die ganz berühmte Federwiege. Ich bin schon super aufgeregt und ja, ich habe mir Farbe Grün ausgesucht. Da könnt ihr natürlich individuell entscheiden. Ich verlinke euch auch gerne, wenn ihr Interesse habt, über weitere Informationen. Schaut einfach unter das Video, das sind Informationen etc. pp. Für euch verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt, ich bin ganz aufgeregt. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß bei dem Video und hoffe, ihr freut euch für uns mit. Wir beginnen jetzt mit diesem Paket. Man muss dazu sagen, Moonboon, die Pakete kommen, sorry, dass ich so schnaufe, aber ihr kennt es sicherlich auch, wenn ihr schon Mama seid. Die Produkte kommen ja aus Dänemark und das hat tatsächlich nicht lange gedauert. Am Donnerstag wurde es versandt und am Dienstag war es dann auch schon da. Also zum Versand her kann ich sagen, top. Auch von der Verpackung unglaublich gut. Also die Kartons sehen noch wunderbar aus. Es ist sehr stabil verpackt. Ich glaube, das ist jetzt ein Teil von der Federwiege. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, mit einem anderen Karton anfangen, dass ich euch möglicherweise erst die Trage zeige und das Stillkissen. Ja, weil ich glaube, das ist... hier haben wir uns Natur, die Farbe Natur ausgesucht. Da ist dann auch ein Motor dabei und ein Stand, also ein Gestell. Aber seht ihr alles noch. Hier seht ihr, das Kissen ist auch nicht zu groß. Hier legt man dann den Säugling, hier ist der Kopf und man legt den Säugling dann hier hin. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es an der Schwangerschaft liegt, aber ich habe mich, unser Kinderwagen hat tatsächlich dieselbe Farbe und ich habe mich einfach so in die Farbe verliebt. Ich meine, es gibt noch Orange und Natur, vielleicht gibt es auch noch Blau, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt auf jeden Fall Orange und diese Farbe und zwischen den beiden habe ich tatsächlich auch geschwankt. Das ist jetzt auch nicht so ein Material, das super laut ist. Und so, also vom Material her fühlt sich super an. Ihr seht hier auch noch weitere Informationen eingeblendet, beziehungsweise unten in der Infobox. Aber erster Eindruck, es riecht auch nicht irgendwie künstlich oder dass man sagt, oh, das ist aber ein unangenehmer Geruch. Ganz toll. Also da wird sich unser Baby hoffentlich sehr, sehr wohl fühlen. Hier haben wir das Tragetuch. Da habe ich mir selbstverständlich auch diese Farbe ausgesucht. Also, wie ich schon sagte, ich bin komplett auf dem grünen Trip. Der Kinderwagen musste auch unbedingt diese Farbe haben und findet mal so leicht einen Kinderwagen in der Farbe. Also, mein Mann hat es nicht so leicht momentan mit mir. Es ist natürlich alles organic. Mache ich das mal auf. Natürlich habe ich keine Ahnung, wie man das bindet, bin ich ganz ehrlich zu euch. Auch hier kein unangenehmer Geruch oder ähnliches. Hier seht ihr, ich gehe mal ein bisschen zurück. Die Sonne scheint nur heute so schön, aber ich denke, das sollte uns nicht stören, sondern eher erfreuen. Genau. Werde ich euch dann berichten, wie das mit dem Binden geklappt hat. Aber ich habe mich jetzt für Größe S entschieden, beziehungsweise XS. Man hat hier dann tatsächlich auch noch Reißverschluss mit Tasche. Auch der geht wunderbar. Ne? Das merkt man ja schon von der Qualität her direkt, ob das gut verarbeitet ist. Und es ist 1A verarbeitet. Wahnsinn. Schön. Fühlt sich toll an. Ganz weich und wie gesagt, ist alles Natur. Und da wird dann unser Baby bald drin liegen. Lang dauert es nicht mehr. Jetzt habe ich noch 4 Wochen bis zum Entbindungstermin.
Die Zeit rennt, sage ich euch, die Zeit rennt. Also das war Produkt Nummer 2. Ja, und dann kommen wir zum Federwiegengestell. Hier sind, das ist, den kann ich jetzt leider nicht heben, diesen Karton. Aber ich zeige euch mal die Stangen. Die sind auch nochmal sehr, sehr gut verpackt. So. Und das sind eben diese Stangen zu den Gestellen. Wir würden das dann mal aufbauen und euch aufgebaut direkt mal zeigen, dass ihr einfach mal seht, okay, das ist alles auch super verpackt, super stabil. Und da haben wir uns eben für das helle Gestell entschieden. Und die Federwiege an sich habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Ich habe euch jetzt gerade auch nochmal den Motor bzw. die Halterung ausgepackt, die die Federwiege eben hält. Und die sieht so aus, wunderschönes Holz. Übrigens ist auch alles GOTS zertifiziert, was einfach bedeutet, dass es nicht nur nachhaltig ökologisch produziert wurde, sondern eben auch unter speziellen sozialen Aspekten, ja, dass die Arbeitsbedingungen für die Leute, die die Sachen herstellen, eben einfach gut sind. Auch die Matratze, die ich euch gleich noch zeigen werde, die in der Federwiege drin liegt, die ist mit Kapok gefüllt, also ohne Chemikalien. Da wird einfach auch darauf geachtet, dass es allergikerfreundlich ist. Also um diese Matratze handelt es sich, von der ich gerade gesprochen habe. Und Moonboon natürlich, ihr habt ja auch gerade den Halbmond gesehen, weil es einfach darum geht, um ein schönes Schlaferlebnis. Finde ich auch immer schön, einfach zu wissen, okay, was steckt eigentlich hinter der Firma. Übrigens stecken da zwei, also eine Mama und ein Papa dahinter. Also Mama Marie und Papa Adam sind auch verheiratet und die haben eben Moonboon gegründet. So, hier ist jetzt eben genau die Matratze drin und wie gesagt, genau, so sieht die aus. Ich glaube, jetzt kann man es besser erkennen. Und die legt man eben in die Federwiege rein. Und den Motor zeige ich euch noch. Das ist dieser hier. Ihr habt hier auch einen Timer, ein Tempo. Warum heißt das Ganze Federwiege? Weil es von einer Feder getragen wird sozusagen. Hier sind noch die Haken und das ist eben die Feder dazu, die dann eben oben hängt. Falls es noch Fragen gibt zu den Produkten oder falls ihr irgendwie andere Fragen habt zum Thema Schwangerschaft. Ich wollte auch gerne noch ein Schwangerschaftsupdate für euch drehen, das letzte sozusagen. Es gab ja nur eins bisher. Kann ich euch sehr gerne auch mal in die Infobox unten verlinken. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so einen kleinen Einblick in unsere Erstausstattung zu bekommen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.